Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und ja, in der letzten Folge haben wir endlich unseren Garten gebaut. Wir ja, haben eine Leiter hier an unser Haus angebracht und ja, ich habe ja versprochen oder habe gesagt, dass wir ja, in dieser Folge werden wir die Höhle besuchen. Ich glaube, wir haben ja noch ein Fleisch liegen, ne? Genau. In dieser Folge werden wir nämlich. Was kann man damit machen? Ich muss noch mal kurz schauen. Kleinen Moment. Erhält mal durch Töten einer Kuh. Kann zur Rüstung verarbeitet oder zur Herstellung von Büchern verwendet werden. Okay, das klingt super. Dann kann ich doch noch mal hier schauen. Erhält man durch Ernte von Getreide. Kann zur Nahrung verarbeitet werden. Kann zur Nahrung verarbeitet werden. Aha, okay. Aber ich sehe gerade, die Sonne geht unter. Und die, ja, Einwohner des Dorfes, unsere Nachbarn. Hey, und wir haben einen schönen Blick auf unseren Garten, sehe ich gerade. Verziehen sich auch schon gerade in den, ja, in ihre Löcher. Das heißt für uns, wir werden natürlich jetzt, nachdem ich eben kurz das Holz weggebracht habe, wir müssen unbedingt Holz hacken. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir das demnächst mal wieder tun. Werde ich jetzt ein kleines Nickerchen machen? Hallo? Und ja, dann geht's jetzt gleich. Was war das denn? Ja, wir sind gut aus. Oh mein Gott, du siehst richtig gut aus. Das Einzige, was du mal könntest, dich rasieren. Er könnte sich mal wirklich rasieren. Unser Freund hier. So, dann würde ich sagen, geht's jetzt auf zur Burg. Ich hatte es ja gesagt, dass wir das machen werden. Und das machen wir jetzt in dieser Folge, denn ich brenne darauf. Und ihr wahrscheinlich auch, was da drin ist. Und ja, dann schauen wir mal. La 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 la. Mein Gott, der Dschungel. Wir verlassen wieder unsere Heimat, um dann später da fortzusetzen, wo wir angefangen haben. Also mit unserem Hausbau, Garten und alles, was wir so haben. Und hier, ich freue mich. Ich bin schon wieder so am Wippen. La 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 la. Voll am Feiern, was es angeht, dass wir jetzt hier hingehen. Mein Gott, wie lange es her ist, wo ich gesagt hatte, dass wir hier mal reingehen. Das ist auch schon so lange her. Wir hätten auch hier eigentlich unser Haus hinbauen können. Hier ist ja noch geiler. Na, ist jetzt egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt schauen, wie wir da reinkommen. Gibt es denn da irgendwie einen Eingang oder müssen wir uns da durchgraben? Ich grabe mich jetzt einfach mal hier so geradeaus durch. In der Hoffnung, dass wir hier einen Eingang finden. Wahrscheinlich gibt es gar nichts, einfach nur so ein Steinklotz. Nein, schau mal einer an. Was ist das denn? Okay. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das. Oh, oh. Okay. Ich glaube, wir haben echt was Tolles. Ich glaube, wir haben irgendwas echt was Tolles entdeckt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber das ist super, dass ich das mit euch zusammen hier entdecke. Dass ich das nicht alleine hier. Oh, hier sind Schalter. Hey, das ist ja cool. Das ist Redstone. Redstone ist das, genau. Das ist irgendwie eine Automatik. Das sind Fallen. Ich glaube, das sind Fallen, sind das. Wenn ich das richtig sehe. Was? Da ist irgendwas gerade passiert. Ja, da ist ein Creeper. Der hat irgendwas ausgelöst gerade. Ja, da ist irgendwas ausgelöst worden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich werde das mal unterbrechen. Da ist eine Kiste. Hier ist nämlich ein Schalter. Hier sind überall Fallen drin. Das heißt, wir müssen hier höllisch, höllisch aufpassen. Das sind nämlich hier, das müssten Zylinder sein oder sowas, ne, oder? Oder was ist denn das? Dispen? Was ist das denn? Was ist das? Dispenser. Kann Gegenstände in zufälliger Reihenfolge verschließen. Verschießen. In zufälliger Reihenfolge verschießen, wenn er einen Impuls von einem Redstone-Stromkreis erhält. Ah, seht ihr? Hier sind überall Fallen. Deswegen werde ich das einfach mal abbauen, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Hey, wie cool ist das denn bitte?
Nein, geil. Ich sag doch, das hat sich voll gelohnt, hier lang zu gehen. Geil, cool. Natürlich nehme ich die Kiste auch noch mit. Uah. Nein! Du scheiß Wix-Creeper! Mann, fuck. Shit. Dieses scheiß Fleisch hier, dieses Kackfleisch. Kann er behalten. Irgendjemand hatte mir mal geschrieben, dass man mit dem Fleisch was machen kann. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich habe auch vergessen, was das war. Boah, wir müssen hier so aufpassen, ne? Aber Redstone ist schon mal gut, dass wir Redstone haben. Dann haben wir schon mal wenigstens ein bisschen... Ich traue mich hier gar nicht gleich weiterzugehen. Das ist so... Hey, was ist das denn? Diamanten-Pferdeausrüstung. Boah, wie cool. Geil. Vielleicht sind jetzt einige neidisch auf mich, dass ich das gefunden habe. Geil, Diamanten-Pferdeausrüstung. Ist ja cool. Mit dem Pferd kann man wahrscheinlich dann auch in die Höhlen reiten. Enthält man durch Töten eines Skeletts, kann zu Knochenmehl verarbeitet werden, kann an einem Wolf verfüttert werden, um ihn zu zähmen. Ah, okay, cool. Dann wissen wir das auch schon mal. So, jetzt komme ich natürlich wieder ein bisschen hier so ein klein wenig durcheinander, aber das macht nichts. Ich habe ja noch genug Platz hier im Inventar, das stört mich gar nicht. Das ist mir egal. So, haben wir trotzdem noch genug Platz. Die Kiste möchte ich trotzdem mitnehmen, weil dann haben wir eine wieder. So. Ach, komm hier weg damit, mit der Scheiße. So. Dann schauen wir mal. Wir müssen hier echt... Da ist eine Falle. Die hätte ich jetzt beinahe gar nicht gesehen. Ich traue mich gar nicht hier weiter. Da ist ein Schalter. Da war sogar eine Falle, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Fäden. Wir müssen ja echt aufpassen, was wir hier, wie wir hier laufen. Ist ja interessant, dass es sowas auch gibt. Das wusste ich gar nicht. Und hier ist eine Treppe. Wow, cool. Ah, hier wäre der Eingang gewesen wahrscheinlich. Ah, okay. Tatsache. Wir nehmen das einfach als unsere Wohnung, würde ich sagen, oder? Dann lasse ich einfach die Bude da hinten stehen. Das ist ja geil. Cool, dass es sowas auch gibt. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant. Geil. Okay, aber mehr scheint hier aber auch anscheinend nicht zu sein. Das war's, glaube ich. Hier ist nämlich... Ja, hier wäre der Eingang gewesen. Hier oben. Das ist ja cool. Ich bin voll am Feiern. Also haben wir das jetzt auch gesehen mal. Das ist ja interessant. Das ist richtig geil. Und falls wir Steine brauchen, hier finden wir auch noch jede Menge. Jetzt habe ich schon wieder das eklige Fleisch aufgenommen. Na, das ist... Naja. Ich werde jetzt einfach mal das Fleisch entsorgen. Da hinten ins Wasser. Was ist denn das? Was ist das? Oder was war das? Was waren das? Waren das Quallen? Blub. Ich schau mal eben. Schleimball, okay. Wir haben einen Schleimball. Ich glaube, Schleimball hatten wir schon mal irgendwo gefunden. Also mit der Burg ist echt ulkig. Das ist ja echt faszinierend. Aber schön, dass wir das zusammen gesehen haben. Das finde ich echt super. So, ich würde sagen, gehen wir mal direkt zurück. Oh, ein Ei. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. La 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 la. So, und da hinten ist ein Schwein. Wie können wir denn diese Schweine zähmen und sowas alles, dass sie auch ja, Babyschweine bekommen und sowas? Können wir die irgendwie, ja, natürlich erledigen, natürlich nicht, das ist nicht sehr vorteilhaft, sondern wir müssen ja irgendwie, können wir die wahrscheinlich auch einfangen, ne? Hier haben wir nochmal Erde. Können wir die nochmal hier ein wenig dran bauen. So. Aber ich denke mal, dass wir die Ecke hier benutzen, wahrscheinlich dann, um die Viehzucht zu betreiben. So. Jetzt haben wir wieder jede Menge Sachen, die wir wieder in die Kisten ablegen können. So. Kiste. Haben wir schon 6 Truhen. Das lege ich auch mal hier bei.
Das ist, glaube ich, haftender Kolben. Ich sag ja. Was wir schon alles haben, ist ja faszinierend. Das lege ich gleich auf den Grill, das Fleisch. Da haben wir nochmal Stein. Hier haben wir auch nochmal Stein, Pflasterstein. Hebel lege ich auch hier zu, gehört ja auch zu Holz. Das lege ich mal in eine extra Truhe. Wir haben hier noch eine extra Truhe, hier Redstone-Klamotten. Die lege ich mal hier rein. So, wie war das nochmal mit den Knochen? Wie kann man das denn bearbeiten? Das mit den Knochen, das ist mir jetzt noch ein Rätsel. Weil wir können da Wölfe mit zähmen, wurde da gerade gesagt. So, ich renne jetzt wieder die ganze Zeit zwischen den Kisten hin und her, weil ich ein wenig... Und wir haben sogar drei... Ist ja faszinierend. Drei Eisenbarren gefunden. Ich glaube, es wird draußen schon wieder Nacht. Ah, da seht ihr. Wir haben schon Schleimbälle gefunden. Was ist denn das? Erhält man durch Töten eines Slimes. Wird als Zutat beim Brauen von Tränken verwendet oder zu haftenden Kolben verarbeitet. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Da haben wir nochmal einen Pfeil. Ich glaube, wir brauchen bald gar keine Pfeile herstellen, weil wir genug haben. So, da ist nochmal ein Stein. Den können wir nochmal hier hinpacken. Das Ei wird gleich in eine Pfanne gebraten. Da ist nochmal ein Schalter. Den können wir bei... Ich glaube, hier haben wir den. Nochmal packen wir den mal hier hin. Ach nee, Stolperhaken ist das. Ja, lassen wir es mal da drin. Pferdediamantenausrüstung packe ich hierbei. Bei Krimskrams, das kann man immer noch, wenn wir so weit sind und die Pferde dann endlich, ging das überhaupt mit dem Ei in der Pfanne? Nee. Wie war das denn nochmal? Wird zufällig von dem fallen gelassen, kann zur Nahrung verarbeitet werden. Ah ja, okay. Aber das Steak kann ich in die Pfanne legen. So, muss ich mal schauen. Nahrung war doch hier irgendwo, ne? Nahrung war doch, glaube ich, da. Nahrung. War das ja mit den Eiern? Wofür braucht man denn die... Da, Kürbis. Da kann man dann einen Kürbiskuchen machen mit Eier. Dazu brauchen wir Eier. Zucker und Kürbis. Okay, da kommt schon wieder irgendein Vieh. Ich gehe nochmal eben schnell schlafen, ganz schnell. So. Ja. So, ja, nochmal eben kurz schauen, hier, was hier, Ah, hier können wir noch, Da können wir auch, was brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir Slime, ne? Schleimball und Lohnstaub. Okay, das haben wir ja gar nicht. Da brauchen wir auch Zucker für. Ah, Zuckerrohr, da können wir dann Zucker herstellen. Ja, stimmt. Tatsache. Und Kürbis habe ich auch gesehen. Das heißt, wir können ja bald eigentlich dann mal richtig hier eine Party schmeißen. Das ist ja geil. Wir können ja dann wirklich richtig mal, der goldene Apfel. Eine richtige Party schmeißen, was das angeht mit, mit Nahrung und sowas alles. Ich bin gerade am überlegen, wie wir das jetzt mit den Tieren machen. Nahrung und sowas war hier, ne? Genau. So, das packen wir mal dahin. Keks haben wir auch noch da. Denn ich weiß, man kann ja Tiere auch ja nicht anbauen, sondern Tiere züchten. Ich frage mich gerade, wie das funktioniert. Ob die einfach so, dass man die einfach einkreisen muss, oder hat man da irgendwie eine bestimmte, ja, muss man die irgendwie einfangen mit einem Lasso, so wie Pferde jetzt oder so, ich weiß das gar nicht. Ich bin da voll der Minecraft-Noob, ich stehe ja dazu offen. Ich bin ja da so offen und ehrlich. So, da war auch nochmal Erde.
Nee. So, dieses Loch möchte ich aber noch zumachen. Weil, wie gesagt, ich möchte hier so diese... Ich möchte hier schon die Ranch aufbauen, die wir hier... Wo wir dann halt Pferde züchten, Schweine züchten und sowas alles, wo wir die Viehzucht betreiben. Das können wir nämlich hier schön machen. Ich werde hier noch ein bisschen was wegschaufeln. Dann haben wir das nämlich. So. Da oben schon eine Kuh, die guckt uns schon so komisch an. So, was macht der denn da? Bei dem will ich aber nicht auf dem Bauernhof leben. Und wir sind direkt bei unseren Nachbarn dann quasi auch. Ein bisschen. Ha. Die gucken auch schon wahrscheinlich so ganz schön verdutzt, was der die ganze Zeit hier macht. Ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, ich muss euch da auch erstmal... Ich glaube, ich muss euch auch erstmal dazu fragen, wie man das macht. Weil ich habe jetzt keinen blassen Schimmer. Ich könnte mich natürlich jetzt erstmal einlesen im Internet, aber das wäre auch ein bisschen blöd, mit einem Let's Play das zu machen. Deswegen möchte ich das schon gerne... Möchte ich das, glaube ich, in der Pause mal machen. Und ihr könnt ja währenddessen, während nach dieser Folge dann Pause ist, könnt ihr ja währenddessen dann schon mal unter diesem Video dann drunter schreiben, wenn es online ist, wie man das macht, dass ich mir das vielleicht mal durchlesen kann. Ihr könnt mir da, wie gesagt, wahrscheinlich viel besser weiterhelfen. Oh, jetzt ist uns auch noch unsere Schaufel kaputt gegangen, aber wir haben ja noch... Wir haben ja noch, Gott sei Dank, haben wir noch eine Schaufel. Von so an ist es ja... Ist ja egal. So, wenn schon, denn schon. Möchte ich schon den Platz dafür haben. So, den Platz brauche ich nicht. Also die zwei Reihen, den möchte ich hier noch wegmachen. Ja! Oh, die gucken auch schon. Was mit denen da? Die soll aufhören! Genau, und hier kann man dann die Viehzucht so ein bisschen betreiben. Das ist super, das ist echt... So, die Reihe mache ich auch noch weg. Ach komm, wenn schon. Ist es bei euch auch so, wenn ihr Minecraft spielt, dass ihr immer dann so, ach komm, der Block muss noch weg. Ah nee, komm, dann machen wir den auch noch weg. Der guckt dich ja auch noch so unverschämt an, der Block, den mache ich auch noch weg. Das ist bei mir, ist das auch so. Ja, das ist nicht nur bei dir, sondern ist bei mir auch so. Das ist ganz schlimm, ist das bei Minecraft. Wenn man einmal damit anfängt, kann man damit gar nicht aufhören. Das ist so süchtelnd. Ich glaube, deswegen ist Minecraft, glaube ich, auch so beliebt geworden. Weil das so total süchtelnd ist, dieses Spiel. So, wunderbar. Jetzt haben wir auch hier vorne so ein bisschen so einen kleinen Eingang. Müssen wir natürlich da irgendwie wieder gucken, dass wir da raufkommen. Da müssen wir mal schauen. Dazu brauchen wir natürlich Zäune. Jede Menge Zäune brauchen wir dafür. So. Haben wir noch Zäune irgendwo reingelegt? Ich weiß das jetzt nicht mehr. Ja, 23 haben wir davon noch. Dazu brauchen wir natürlich viel, viel mehr. Das heißt, wir brauchen Stickies und wir brauchen Holz. Denn ohne Holz nichts los. Ne, ohne Moos nichts los heißt ja. Gut, ich werde mal währenddessen mal so ein bisschen die Erde ablegen. Erde. Die Erde wird abgelegt. So. Na. So. Dann, das haben wir. Da haben wir noch ein bisschen was zum Pflanzen. Ich werde währenddessen noch mal ein bisschen was pflanzen. Ach, jetzt laufe ich auch noch falsch. In unserem Garten. Hallo Kuh, alles klar? Kann man hier was geben? Treffen? Ne, ist falsch. So. Boah, wie ist das hier am Gedeihen und am Wachsen, meine Güte. So, das pflanzen wir natürlich auch. So, das war's. Kann man das schon abbauen? Hey, das geht schon. Was habe ich denn noch gekriegt? Ah, okay. Kann ich schon wieder weiter pflanzen? Umgraben. So, da waren einige wahrscheinlich noch gar nicht ganz fertig gewesen. Vielleicht habe ich deswegen
Ja, da sind einige, glaube ich, noch nicht richtig fertig. Deswegen muss ich da nochmal das Ganze nochmal neu machen. Ist ja nicht schlimm, wir haben ja den Platz, wir haben ja die Zeit dafür jetzt gerade. So, zack, 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 zack. Oder kriegt man auch immer wieder neue dafür, das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ich pflanze hier ab und oder baue ab und immer was Neues. Ich glaube, die ganz hohen sind erst, glaube ich, so weit und fertig, dass man die abbauen kann. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das funktioniert. Die Kühe, essen die Kühe sowas? Warte mal. Kühe? Hey du, komm mal her. Liebesmodus. Oh, ich hab dich lieb. Komm her. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Dann werde ich nämlich jetzt hier mal den Zaun bauen. Komm mal da. Liebesmodus. Oh, ich hab dich auch lieb, Schätzelein. Schätzelein, ich hab dich lieb. So. Bleibt die Kuh jetzt da stehen für immer oder wie läuft das? So, hier machen wir mal ein Tor hin und dann. Ich muss noch ein bisschen. Schätzelein, bleib da. Ich muss noch ein bisschen was holen an Zäunen. Und ein Zauntor muss ich noch holen. Bleib da, Schätzelein. Schätzelein, bleib da. Scheiße, wir haben keine Dings mehr. Noch ein paar Stickies haben und alles für die Zauntore. So, schauen wir mal, ob das. Achso, ein Zauntor müssen wir ja auch noch. Wie komme ich mal auf Zauntor? Wir müssen ja auch. Wenn wir einen Zaun brauchen. So, jetzt aber. Auf geht's. Schätzelein, Bonita! Bonita, ich hab dich lieb! Oh! Ja, komm mal hier hin, bitte. Komm mal hier hin. Na komm! Komm! Schätzelein, komm! Na komm! Hallo! Hey! Ja, guck mal! Ja, du bist eine ganz feine! Du bist eine ganz feine, bist du. Eine ganz feine bist du. Ach scheiße, das ist natürlich auch blöd, dass wir jetzt hier den Zaun so bauen. Das ist voll affig. Weil. Nein. Wir müssen da einen Platz. Ah, super. Da klettert sie nämlich natürlich rauf. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Deswegen müssen wir das ein schmaler machen. Weil sonst springen die mir nämlich da hoch. Irgendwie habe ich mir das gedacht. Oh Gott. Und es wird schon Nacht. Scheiße. Ich will wenigstens noch eine Kuh in unseren, gerade so einen Blick auf die Uhr geworfen. Wenigstens eine Kuh. Ah, wie süß, dass du hier reingekommen bist. Ah. Ja, Schätzelein. Du bleibst da drin, ne? Schätzelein. Wie muss ich die denn jetzt füttern? Bleibt die jetzt immer da drin? Die ist mir nicht suspekt, die Kuh. Ja, ich weiß. Ich hab dich auch lieb. Schlaf gut. Und was mit dir? Kann man denen auch hier irgendwas geben? Liebesmodus? Hallo? Nö, ich guck mich nur doof an. Hm? Achso, muss ich selber essen. Ich dachte schon. Ja, gut, dann haben wir, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Es wird ja nachts. Ja, die Bonita ist hier. Oder die Elsbeth. Nennen wir sie mal Elsbeth. Die Elsbeth ist hier ganz, oh, ganz lieb. Oh, ich werde mal. Pass auf, wir machen das richtig geil noch, bevor wir jetzt hier die Folge enden. Die Folge wird ein bisschen überlänger haben, weil ich jetzt mal richtig Bock habe gerade drauf, das noch zu machen. Wie machen wir das denn? Machen wir hier einen hin? Genau, da hinten. Dann machen wir... So, pass auf. So. Boah, richtig geil. Dann machen wir richtig geil hier für unsere Elsbeth. Elsbeth, ich hab dich lieb. Machen wir nämlich hier so einen beleuchteten Garten. Ist richtig, richtig cool.
Boah, geil. Hä? Also mal Porno. Da oben kommt schon die nächste. Hey, komm mal mit. Ja, guck mal. Hey, komm mal mit. Warte mal, nee, warte mal. Hier war das Tor, komm mit. Komm. Ja, ganz, ja, ihr seid ja ganz lieb. Ja. Ja. Oh, cool. Und die beiden haben schon ein Baby bekommen. Das ist doch super. Das ist doch ganz toll. So, haben wir das auch mal gesehen? Das ist doch ganz supi. So, da muss ich mich natürlich noch in der Pause noch ein bisschen informieren, wie das weitergeht mit... die Elsbeth hat sofort einen Partner gefunden, den Rudi. Ja, die haben sofort ein kleines, eine kleine Babykuh gemacht. Das ist doch super. Wie schnell das jetzt ging. Muss ich mich auf jeden Fall in der Pause dann nochmal ein bisschen informieren, wie das aussieht mit weiteren Tieren, wie wir die da hinbekommen. Und dann schauen wir mal, dass wir natürlich unsere Viehzucht ausbauen, dass wir noch ein bisschen was anderes, dass wir noch Schweine natürlich kriegen und dass wir natürlich noch viel andere Sachen in den Garten auch bekommen und sowas alles. Aber da muss ich mich noch ein bisschen mehr informieren. Ihr könnt natürlich hier unter dem Video weiterschreiben, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, ja, für diese Folge war es gewesen. Wir legen uns hin. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.